Kellner. Gungene. Yafis so. Mal gucken. Was hier mir gerade ein bisschen fehlt. Wohnzimmer, da kannst du dann eine Bar reinstellen. Oh ja, gute Idee. Wobei, so eine Bar im Schlafzimmer? Hätte doch auch was. Nee, was mir hier ein bisschen fehlt, das war bei der Polizeikarriere zum Beispiel. Da kamen noch oben immer Hinweise. Du hast erfahren das und wie derjenige sich verhält oder sowas. Das kam doch oben immer. War ein bisschen nervig, aber hier fehlt das eigentlich. Sowas wie, sie haben einen Hinweis erhalten oder sowas. Das fehlt hier als Hinweis. Na gut. So. Ich mach mal Kunde wegschicken. Ne? Also wir schicken mal die Kunden jetzt in das Restaurant, in die Wohnung von einem anderen oder ich weiß auch nicht. Irgendwohin. Wir fangen mal an. Es sei denn, Achtung, Frage an euch, ihr wisst das eher, wenn ich jetzt hier auf OK klicke, lande ich dann sofort im Baumenü, weil dann müsste ich nochmal abbrechen klicken, weil mir noch die Fotos fehlen. Das ist die Frage, die mir gerade durch den Kopf noch schnell geschossen ist. Wenn ich nämlich erstmal die Vorher- und Nachher-Fotos, also nachher noch nicht, aber die Vorher-Fotos machen soll, dann müsste ich jetzt noch nicht die Kunden wegschicken, weil ich nämlich noch nicht genau weiß, wie die Reihenfolge ist. Das weißt du gerade auch nicht. Okay, dann üben wir's. Komm. Kunde? Ich habe alles. Geh doch mal bitte. So, ihr wollt ein Wohnzimmer machen. Mit einer netten Bar. Vorher Fotos machen. Okay. Vorher Foto machen. Okay. Komm. So, jetzt wird's spannend. Aha. Okay. Hui. Ach. Das ist ja spannend, wie sie das lösen. Okay. Wie geht's nach oben, unten? Wie gesagt, das ist mit Drohne, ne? Also, alles kann. So, das hier ist ein Bild, was jeder braucht. Okay, also es gehen die Fotos auch jetzt noch. Das ist schön. So, also das sieht doch nett aus. So sah es mal vorher aus. Nichts aussagend, wie man das immer macht. Ich soll 3 Fotos machen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie richtig gut ist es hier nicht, aber wir haben 3 Fotos gemacht. Okay, Fotos gemacht, Baumodus zugreifen, nachher Fotos machen und präsentieren. Okay, also Baumodus. Wir wissen, Achtung, blau, jetzt brauche ich euch. Ich brauche euch definitiv, weil ich kenne mich, ich werde Dinge vergessen. Ja, also ihr merkt euch bitte Farbe blau. Basic Deko. Steht auch gleich da. Ist egal. Ihr merkt es euch trotzdem. Ja? Ihr seid doch besser als ich. Blau, Basic Deko und Mixen, also eine Bar. So. Wir gehen in den Baumodus. Cool. Das ist cool. Okay, Moment. Das ist deswegen cool, weil man im Prinzip einfach bauen kann. Aber ich stelle sie mal jetzt gerade in einen anderen Raum. Und jetzt geht's los. Okay, Basic Deko Bar. Ich danke für das, was im Chat steht und ich habe gesagt bekommen, es steht auch nochmal da, er hat recht. Dungeon, du beweist einfach heute alles super. Und besonders, du kannst im Baumodus auf die Infos klicken, dann erscheinen alle Objekte aus dieser Kategorie in der Leiste. Ja. Oh Gott, braucht nur ein bisschen. Ich hoffe, dass der Stream da nicht ruckelt, wenn er zu viel lädt oder zu viel nachdenkt. Bei den Sims passiert sowas manchmal. Also, sollte mal kurz irgendwas stehen bleiben, bitte ignorieren. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Also, das haben sie gut gemacht. Auch wenn die Bar gerade eine Katastrophe ist. Und wir haben übrigens ganze
Also, nur so für euch, ja, damit ihr wisst, wenn ihr mal ein paar Simmelons zu viel bei den Sims habt, bedeutet das gerade mal 1296 Simmelons sind. So, ich schalte mal kurz die Kamera aus, damit ihr seht, was hier steht. Ja, also wir seht Zimmerrenovierung, Anforderung, Einschränkung, keine neuen Bodenfliesen erlaubt. Wir dürfen keine Bodenfliesen verbauen. Alles andere, kann ich das ändern? Wieso? Nur mal als Frage, wieso kann ich denn das hier anklicken? Ich kann jetzt aus dem Wohngrundstück einen Kaffee machen oder was? Geht das? Entschuldigt, ich muss es testen. Wenn es erlaubt ist. Fragezeichen, sehr komisch. Finde ich auch gerade. Aber wenn das hier gerade mal erlaubt ist. Komm. Speichern. Kann ich ein... Tatsache. Man kann es wirklich ändern. So, ab heute freuen sich die Leute. Wir renovieren nämlich das Wohngrundstück und machen daraus ein Spukgrundstück. Nein, natürlich nicht. Aber das bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein Bug ist. Also so ein klitzekleiner. Das könnte ein Bug sein. So, wir bleiben mal. Weil ich kann nämlich auch Merkmale einsetzen. Oder ist es gewollt, dass die wirklich sagen, dass später sozusagen irgendeiner kommt und sagt, ich wohne hier im alten Herrenhaus, ich möchte aber ein Spukhaus haben. Alles denkbar. Okay, so, also keine neuen Bodenfliesen, die sind raus. Mag die Farbe blau und wir haben nicht so viel Platz, wir müssen hier was Schönes machen. So, okay, Farbe blau. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel das hier... Ah, Gott sei Dank, wenn wir Sachen verkaufen, kriegen wir Geld. Guck mal, blub. Sehr schön. Okay. So, die kriegen jetzt alles neu. In blau. So, und hier das Bild auch. Wollen wir das Bild behalten? Wollen wir es neu machen? Na, neu. Komm. Wir haben so viele Bilder hier, die kriegen neue Bilder. Schon haben wir ein bisschen mehr Budget. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Okay, so, dann fangen wir mal an. Frage, wollen die neue Tapeten haben? Mir ist es relativ egal. Wir könnten ihnen eine schicke blaue Tapete bauen. Hallo? Oh. Shift geht nicht. Also Shift hat doch normalerweise den ganzen Raum immer ausgekleidet, aber das macht er hier nicht. Natürlich! Okay. Bevor ich das aber mache, ich ärgere mich immer, dass da gerade kein Licht drin ist. Wir machen die Beleuchtung zuerst, ja? Also wir machen erstmal schöne, nicht zu teure. Lampen. Warum nicht pink? Ich hab da so eine Ahnung, dass die nicht wirklich begeistert sind, wenn wir ihnen eine pinke Wand geben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das mögen die nicht so. Ich hab da so das Gefühl, die sind da mehr so bei blau behaftet. Du könntest auch alles aus den anderen Zimmern verkaufen, dann hast du mehr Geld. Weiß auch nicht, ob das so gewollt ist. Okay, es ist nicht so gewollt. Pink, hellblau, weiß, beste. Pink, hellblau, weiß. Ja, es könnte sogar gut aussehen, wenn man es richtig anordnet. Aber
Das machen wir jetzt nicht. Und ja, das wird hier nur... Wir haben nicht so viel Geld, ne? Also das muss mal jetzt gesagt werden. Wir haben leider nicht so viel Geld. Ich muss auch gleich noch gucken, wie ich das mit den Lampen schön mache, ne? Also ihr kennt das ja, wenn ich irgendwas baue. Das könnte ein bisschen dauern. Ah. Dies hat mir nicht so gefallen. Muss ja auch zum restlichen Haus so ein bisschen passen. Aber modern sein, ne? Also modern, modern, modern. Eigentlich wäre ich ja für dieses hier. Sie wollen blau, also kriegen sie blau. Ehrlich gesagt, ich hätte jetzt blau nicht genommen, weil es so trist und dunkel, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Und ich mag es ja ehrlich gesagt etwas heller lieber. Aber gut, sie mögen blau. Also sollen sie blau kriegen, aber sie kriegen keinen neuen Boden. Hier hinten kommt wieder die Fernsehecke, würde ich vorschlagen. Die Fernsehecke. Komfort. Wisst ihr zufällig, ob es wirklich schwer ist, eine gute Bewertung zu kriegen oder ob das relativ einfach ist? Achso, Basic. Sie wollen ja Basic haben. Blau mit Basic. Nicht irgendwas Luxuriöses. Eieiei, Komfort. Jetzt, das ist Basic. Weißt du nicht. Ah, hätte ja sein können, dass er das irgendwo schon mal gesehen habt oder mitgekriegt hat. Das ist doch nicht blau. Also das ist blau. Das kostet auch gleich ganz viel Kohle. Aber komm, wir haben es ja. So, das ist schon mal das eine. Oberflächen. Ne. Ich glaube, es ist eher Glückssache, denn nur ein Sim mag blau. Vielleicht hassen die anderen beiden ja blau. Das wäre dann doof. Ja, danke für... Bau mich auf. Bau mich auf. Komm. Aber andersrum, wenn es vielleicht derjenige ist, der hier am meisten zu sagen hat, dann kommen wir vielleicht mit blau durch. Aber ja, es wird sicherlich Glückssache sein. Trotzdem, die kriegen jetzt den Traum in blau. Sag mal. Das ist doch neu, dass ich nach Farben... Konnte ich hier schon immer nach Farben sortieren? Also wahrscheinlich. Ich habe es nie wahrgenommen. Nur mal so. Ich finde das interessant. Weil so kriegst du ja wirklich... Ja, konnte man schon immer. Ja, ich habe es wirklich nie wahrgenommen, aber so kriegst du natürlich die Sachen schon vorsortiert hier. Ist interessant. Ich habe das nie wahrgenommen. Ja, jetzt haben wir schon ein riesiges Zimmer. Und können das hier trotzdem nicht platzieren. Menno. Na gut, dann gibt's eben einen neumodischen irgendwas. So, Fernsehen, 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 Elektronik. Das sind die Tische. Moment. Ich hab den falschen Fernsehtisch genommen. Kriegen sie den. Und dann brauchen wir aber Basic. Ein Basic-Fernseher. Wir nehmen natürlich den teuren, damit sie dann nachher pleite sind, die Leute. Ja. Na gut, Basic. Sie mögen Basic. Ich hätte mir zwar einen neueren Fernseher dahin gepackt, aber wenn wir nachher Geld haben sollten, sollten wir Geld übrig haben, kommt da noch ein anderer Fernseher hin. Okay? Können wir mit der Geschichte leben? Denke ich. Ich hoffe. So. Oberfläche. Ich
nehme dich beim Wort. Ich werde es wieder vergessen. Ihr kennt mich doch. Ich bin mir sicher, ihr wisst, dass ich sowas doch nachher wieder vergesse. Und dann frage ich mich, so ein bisschen wie bei meinem Sportstudio, was wir vorhin hatten, dann frage ich mich, warum steht denn da ein Schrank vor der Tür? Also draußen, weil ich ihn einfach vergessen habe. Kann mal passieren. Ich sag dazu lieber nichts. Ja. Sie brauchen mindestens, jetzt mal kurz gucken, Sie brauchen mindestens 3 Stühle. Die auch irgendwie hier dazu passen müssen. Ah. Na gut, das ist schwarz, das ist schwarz. Der Tisch passt nicht. Wer hat sich diesen Tisch ausgedacht? Oder ausgesucht? Wer war das? Also ich kann es ja nicht gewesen sein. Ganz ehrlich, sowas würde ich mir doch hier nicht hinstellen. So. Muss der nicht alles blau machen, das ist richtig. Das ist korrekt, das machen wir auch nicht. Ich wollte dann aber so eine kleine blaue Ecke haben. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie vielleicht... Oder hatten wir da doch vielleicht eine schönere Variante? Mal gucken. Also... Man muss es nicht machen, das ist mir schon klar. Ich versuche es irgendwie optisch ganz nett zu designen. Sie sind zu dritt, ne? Nehmen wir mal so. Zack. Ich weiß, man könnte es noch ein bisschen besser drehen, aber will ich gerade gar nicht. Ich befürchte nämlich, dass ich diesen Raum nie wieder betreten werde, nachdem ich ihn designt habe. Aber kann ja sein, dass ich mich gerade irre. So, das wäre das, was die Bar fehlt. Ne? Wir wollten eine Bar bauen. Fällt mir gerade ein, bevor wir da irgendwas machen. Eine nette Bar. Die eine Lampe kommt gleich noch weg. Die werden den Raum lieben. Nur weiß ich nicht. Bin mir nicht ganz so sicher. Das Problem ist, wir haben halt nur ein sehr begrenztes Budget. Ja, das ist halt so. Einen kleinen Raum, würde ich sagen. Eine kleine Bar, würde ich sagen. Nichts zu Großes. Gibt es eine in Blau? Nein. Okay, da müssen wir jetzt schon von der Farbe abweichen, was nicht schlimm ist. Das muss ich dazu sagen. Natürlich können wir hier die Cantina-Bar hinpacken, aber das wäre zu teuer, denke ich. Wir wollen ja im Budget bleiben. Wobei, ist das Endbudget? Also im Sinne von, danach haben die gar nichts mehr? Oder ist es eigentlich ziemlich egal, wie viel übrig bleibt? Sieht irgendwie doof aus. Das wird die Standardbar. Intoria, hey, hey, willkommen im Stream und schönen Freitag. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bisher. Die Stühle gefallen mir nicht. Also ganz ehrlich, die Stühle würde ich einfach ein bisschen umdesignen. Auch blaue Ecke, helle Ecke. Irgendwie, das sieht sonst so komisch aus. Naja, so. Das ist egal. Okay, danke. Danke dir. Bisher alles supi. Und das ist doch toll. Und ich hoffe, du bist jetzt dann im Feierabend bzw. am Wochenende. Ich hoffe es zumindest, dass du dann frei hast.
Ja, also die Bar gefällt mir nicht hundertprozentig, gebe ich zu. Wir haben hier noch eine sehr elegante Bar. Und ich danke dir für den Follow. Herzlichen Dank dafür. Ja. Sie werden die Bar lieben. Naja. Gibt es vielleicht... Es muss ja nicht alles basic sein, was hier glänzt, oder? Mal ganz ehrlich. Wir weichen davon mal ganz kurz ab. Das sieht ja so schlimm aus. Okay, die gibt wirklich Farbe. So ein bisschen farblich passen sollte es schon, wenn er mich mal fragt. Das ist nix. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Was macht die Bar? Die sieht besser aus. So. Intoria, nur als Frage, damit ich das weiß. Spielst du auch die Sims? Und wenn ja, mit dem neuen Add-on schon Bekanntschaft gemacht? Oder die Fragen, oder irgendwelche Fragen zum Add-on oder zum Spiel allgemein? Wenn ja, gerne in den Chat. Guck mal, die sieht ja nett aus. Ich glaube, die lasse ich. Das ist dein Lieblingsspiel. Ui, na dann, willkommen im Stream. Ich spiele es auch sehr, sehr gerne, ja. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon im Stream hier mit den Sims verbracht habe. Zwischendrin spielen wir auch andere Spiele, nur mal so. Aber wie ich in der Galerie heiße, ich öffne sie ganz kurz, damit du siehst. Aiden-Soral. Steht auch nochmal in der Chat, Streambeschreibung, unterhalb des Streams. Da steht das drin, in den Infos. Ein paar Sachen habe ich schon hochgeladen, ja. Also wir gucken uns gerade hier das neue Innenarchitekten-Ding an. Und deswegen auch hier gerade im Baumenü. Ja, das ist unser erster Kunde, den ich hier heute mache. Und da bin ich schon gespannt, wie der nachher meine InDesigns-Vorschläge gut findet oder auch nicht.